In Köln geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Im Stadtteil Bocklemünd liegt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei 1.545 Euro. Doch viele trifft es hier noch härter. Hallo, ich bin Manuela Bergscheid, bin 46 Jahre alt, bin zurzeit arbeitssuchend. Meine Situation ist im Moment ganz schlecht, weil ich im November habe ich einen akuten Bandscheibenvorfall gekriegt im Halswirbel und bin zurzeit krankgeschrieben. Manuela bezieht schon seit 23 Jahren Sozialleistungen. Eine Ausbildung konnte ich damals leider nicht machen, durch meine Krankheit Neurodermitis. Die ist aber so extrem, dass ich wirklich, die Uniklinik war mein erstes Zuhause. Und ich sah aus wie Zombie. Insgesamt 28 Jahre lebt Manuela unter Neurodermitis. Am schlimmsten war es als junges Mädchen. Aber das war noch nicht alles. Das war grauenvoll. Dann meine Epilepsiezeit, die ich auch von jetzt auf gleich bekommen habe. Hinzu kommen die Lungenkrankheiten Asthma und COPD. Also es ist alles belastend und man hat wirklich die Belastung einfach im Körper, die kriegt man gar nicht mehr weg. Man, wie sagt man immer, man ist, was man erlebt hat. Manuela wohnt allein in einer Dreizimmerwohnung auf 66 Quadratmetern. Hallöchen, schönen guten Morgen, kommt doch mal gerne rein und schaut mal schön meine Wohnung an hier. So, wir kommen im Wohnzimmer. Hier fühle ich mich sehr wohl eigentlich. Da bin ich ganz besonders stolz drauf, hier auf meinem Panther. Den habe ich runtergehandelt damals im An- und Verkaufladen. Der war 130 und habe ich für 110 bekommen. Eines der teuersten Stücke in ihrer Wohnung. Meine Fische oder meine Frösche auch. Ich liebe meine Tiere. Wo ist er denn? Aquaristik kann auch ein günstiges Hobby sein. Das habe ich auch erworben bei eBay für 35 Euro komplett. Bin ich auch stolz drauf. Überhaupt die Kombination finde ich schön. Das Schwarze, dann halt das Lila hier, ne, so. Ich finde das traumhaft, ja. Und dann bin ich natürlich Einhornjack. Die Couch hat gekostet 499 Euro, die war auch günstig. Also, aber ich finde sie nicht mehr so toll. Naja, aber ich habe im Moment kein Geld, da muss ich weiter. Ja, die Küche bin ich nicht so erbaut, weil die Schränke kommen langsam runter hier, weil die Wand schief ist. Ich hoffe, dass sie noch hängen bleiben, bis ich hier wohne, solange ich hier wohne. Ich möchte gerne eine neue, aber ich möchte ja auch hier raus. Und dann mache ich auch hier großartig nichts mehr. Ich hoffe, dass es klappt, dass ich hier ausziehen kann. Ja, mein Schlafzimmer können wir auch mal gerne gucken. Das hatte ich mir letztes Jahr schön eigentlich eingerichtet. Hab mir ein neues Bett oder gebrauchtes Bett auch aus eBay gekauft, weil ich stehe auf schwarz. Und aber dadurch, weil jetzt da Schimmel entstanden ist, wieder durch einen Wasserschaden, sind natürlich hier gewisse Sachen, wie jetzt Regal liegt hier an der Seite, was ich im Moment nicht aufhängen kann. Und ich warte halt darauf, bis die Gesellschaft mal was macht. Jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Naja, das ist nicht sehr groß. Aber ich habe es auch ein bisschen schick machen wollen, weil, wie gesagt, ich stehe auf schwarz. Und das finde ich toll. Ich finde es trotzdem schick, auch wenn es hier ein bisschen mit den Kacheln so nicht so toll ist. Aber naja, ist vom alten Stand. Man geht ja auch nur mal kurz für sein Geschäft zu machen rein. Reicht. So, jetzt gehen wir mal in meinem ehemaligen Kinderzimmer oder von meiner Tochter noch das Zimmer, was jetzt eine Rumpelkammer ist. Also hier ist der Computerraum halbwegs und mein Gymnastikraum soll es eigentlich werden. Aber im Moment ist alles hier verlagert worden zum Abstellen, weil ich viele Sachen jetzt verkaufen will oder ich habe so viel Krempel und das einfach mal weghaben möchte. Ja, und jetzt hier noch meine schöne Ecke mit meinen ganzen Promis im Flur. Manuela hat schon einige namhafte Bekanntschaften gemacht. Ich bin ein Promijäger. Und wenn ich die Gelegenheit kriege, der mich jetzt interessiert, dann möchte ich versuchen, dann ein Selfie mit ihm zu kriegen. So, und viele habe ich ja schon. Es gibt noch gewisse Leute, die ich haben möchte, nur meinen Traumstar kriege ich nicht. Den Sylvester Stallone. Starke Helden, starke Laster. Trotz ihrer chronischen Lungenerkrankung raucht Manuela etwa 20 Zigaretten am Tag. Das ist für ihr Monatsbudget ähnlich schädlich wie für ihre Gesundheit. Ja, ich rauche im Moment sehr viel durch den ganzen Stress, den ich habe. Da raucht man doch ein bisschen mehr. Und ich schätze, also diesen Monat habe ich wirklich viel Zigaretten gekauft. Aber ich bin jetzt von teure auf billig gegangen, die jetzt 5,35 Euro kosten, die Packung. Und ich habe bestimmt diesen Monat 130 Euro dafür ausgegeben, ja.
Also ich rauche lieber, als wie ich esse, so ungefähr. Ja. 130 Euro im Monat gehen für Zigaretten drauf. Das sind pro Jahr fast 1.600 Euro. 500 Euro hat die Bürgergeldempfängerin in ein gebrauchtes Gefährt investiert. So, dann versuche ich jetzt einfach mal, meinen Roller wieder zu starten. Vielleicht habe ich ja Glück. Zeitlang ist er nicht angesprungen. Komm schon. Gucken, ob ich ihn antreten kann. Oh Mann. Jedes Mal das Gleiche. Komm schon. Jetzt ist die Batterie. Mein Roller funktioniert wahrscheinlich deswegen nicht, weil es hat gefroren. Das mögen die Roller nicht gerne, die Feuchtigkeit. Da hatte immer welche Macken, dass er ansprang, dann wieder aus. Wenn er dann angegangen ist, nach langem Hin und Her antreten oder anmachen, dann fuhr er auch. Aber dann sagt man eigentlich, wenn der warm ist, fährt der gut. Ging aber nicht, dann ging er auch unterwegs aus. Ich weiß nicht, was damit los ist. Das habe ich ihn auch lange nicht mehr durch meine Bandscheiben benutzen können. Nee, ich muss, glaube ich, mal den Werner um Hilfe bitten, weil ich schaff das nicht. Ich baue jetzt mal die Batterie aus, weil die ist leer. Und dann kann der Werner mir vielleicht mal helfen. Werner ist Manuelas Ex, mit dem sie noch immer eng befreundet ist. Ich muss jetzt erstmal wieder was sparen, wenn es geht, dass ich dann zur Werkstatt komme. Oder halt über Kleinanzeigen, der mir auch helfen könnte, für kleines Geld dann mal durchzuschauen. Manuelas Bürgergeld setzt sich aus dem Regelsatz und der Miete zusammen. Wie schlägt sie sich damit durch den Monat? Exklusiv im deutschen Fernsehen erlaubt auch sie uns einen Blick auf ihr Konto. Also ich gucke jetzt mal, wir haben Anfang des Monats, Anfang Januar. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich jetzt hier schon Geld drauf habe vom Jobcenter. Ja, also ich habe jetzt Bürgergeld bekommen, heißt ja jetzt neu, 1.249,23 €. Davon sind jetzt schon abgegangen Miete. 579,43 €. Davon habe ich aber 30% Miete gemindert, wegen den Schäden, die ich hier in der Wohnung habe mit Schimmel. Und das Geld habe ich jetzt erstmal auf Seite gelegt, falls das Jobcenter oder halt die Wohnungsgesellschaft den Rest haben will. Dann Heizung 157 €, Strom 70, Kontoführungsgebühren 9 €, Vodafone 34,99 €. LBS, die Riester-Rente 10 €. Die KVB, die ich jetzt leider machen musste aufgrund, weil ich ja nicht mit dem Roller fahren konnte. Ja, dann Handyvertrag 12,50 € und dann noch mal eine Ableistung vom Handy 3,49 €. Das ist dann Ausgaben für diesen Monat 915,41 €. Und mein Kontostand zeigt mir dann jetzt noch 333,82 € an. Ich finde das auch nicht in Ordnung, dass viele immer über einen Kamm geschert werden. Dass sie zum Beispiel sagen, ja, man kann doch gut damit leben. Nein, kann man nicht. Und ich muss wirklich jetzt jeden Euro rumdrehen. Seit dem 1. Januar 2024 ist der Bürgergeldregelsatz um 61 Euro auf 563 Euro pro Erwachsenen gestiegen. Kinder zwischen 14 und 17 Jahren erhalten 471 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sind es 390 Euro. Zusätzlich übernimmt die Agentur für Arbeit die Miet- und Heizkosten. Wenn man sieht, was ich da jetzt noch auf dem Konto habe, da kann man nichts mehr auf Seite legen. Ich habe nicht das Glück, dass ich sagen kann, ich kann mal 1.000 Euro auf Seite legen, wie so manch einer. 330 Euro für den Rest des Monats. Manuelas Ziel ist, einfach mit dem Geld hinzukommen. Wird sie es schaffen? Manuela lebt in Köln von 1.249 Euro Bürgergeld inklusive Warmmiete. Zusatzkosten sind da so gut wie unmöglich zu stemmen. Doch in ihren fahrbaren Untersatz muss sie wohl bald kräftig investieren. Mein Roller funktioniert wahrscheinlich deswegen nicht, weil die Batterie langsam erneuert werden muss. Oh. Vielleicht kann ihr Ex-Partner Werner helfen. Moin. Hi. Hey. Und was mit der Batterie? Oh, ich bin gerade am Laden. Ja. Schön, dass du hier gekommen bist. Hi. Der Werner ist natürlich auch mal schon so ein Kapitel für sich. Er ist eigentlich ein lebe Junggesellenmann, ne? Aber wir sind wie Katz und Maus. Also
Wir sind uns sehr ähnlich in vielen Punkten. Er sagt das auch, was er denkt. Und dann ich auch. Und dann knallt das manchmal schon so richtig. Also wir waren schon öfter zusammen, sagen wir mal so. Ich glaube, 2 oder 3 Mal. Wir waren dann immer so eine Zeit lang zusammen, so 3 oder 4 Jahre. Dann waren wir getrennt, dann waren wir wieder zusammen. Wir verstehen uns noch sehr gut. Also wir unternehmen auch, wenn das finanziell klappt. Wie jetzt zum Beispiel Kino, wenn da irgendwas ist. Oder wir gehen mal raus, was feiern. Aber das können wir im Moment beide nicht. Er hat ja seine Arbeit auch verloren. Und im Moment steckt das alles ein bisschen zurück. Freizeit, Arbeit, Roller, Liebe. Momentan zündet alles nicht richtig. Soll ich schon eindrehen, oder? Ich weiß ja, manchmal geht es direkt und manchmal bist du Ewigkeiten dran am Drehen, weil die Schraube nicht packt. Wir haben früher aus Klappräder haben wir die BMX-Räder gemacht früher. Ne? Wir haben uns dann nicht so was gekauft, dann haben wir so Klappräder genommen dafür. Ne? Und handwerklich bin ich irgendwann begabt und dementsprechend versuche ich das erstmal selber. Und klappt's? Oh, super! Ja, hoffentlich hält das auch. Ja, doch, das ist das warme Wetter, weil es wieder wärmer geworden ist. Die mögen keine Kälte, die Kisten. Ja. Da kann aber morgen sein, dass der wieder nicht ist. Ja, ich weiß. Kennst du ja. Der Berner, der hilft mir, wo er kann, aber die hundertprozentige Sicherheit weiß er auch nicht. Er ist ja kein Rollerfachmann, sage ich mal. Dafür ist er viel günstiger, denn für so einen Freundschaftsdienst berechnet Werner 0,0 nichts. Super Gefühl! Oh. Probleme hatte, aber. Das ruckelt. Ja. Guck mal da jetzt. Ja, jetzt, solange er anbleibt, ist das ja okay. Super, Erleichterung. Ich hoffe, dass er jetzt auch die Tage weiter anspringt. Also dann bist du wirklich flexibler einfach. Das freut mich. Ich hoffe, dass ich probiere es morgen noch mal aus. Und ja, doch, ist schon eine Erleichterung. Vor allen Dingen komme ich von A nach B und muss nicht immer auf die KVB warten. Ist schon super, doch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt erstmal. Wenn nicht, habe ich natürlich wieder ein Problem. Seit Sommer letzten Jahres geht Bürgergeldempfängerin Manuela regelmäßig zur Tafel, um sich dort günstig mit Lebensmitteln einzudecken. Tafel war für mich immer Abstand, weil da wollte ich niemals hin. Ich habe immer andere Leute gesehen, dass die da hingehen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja schön, ich brauche das nicht. Und jetzt bin ich halt in der Situation, wo ich selber da hingehe. Und das erste Mal war mir so, oder lange Zeit, heute noch, sage ich mal, ich möchte am liebsten gar nicht dahin. Scham ist unangebracht. Die Schlange ist lang. Manuela darf das Angebot einmal die Woche nutzen. Meine Mutter arbeitet jetzt ehrenamtlich bei der Tafel seit letztes Jahr. Einmal die Woche, wo ich dann auch dann hingehe, klar meine Lebensmittel abhole. Es gibt manchmal so Situationen, wo ich auch nur 2 Mal im Monat gehe, weil man kriegt manchmal so viel Zeug, wo ich sage, okay, dann brauche ich nicht gehen, wie jetzt hier so Obst, Gemüse. Das ist das Hauptsächliche, was man kriegt. Und dann gehe ich nicht noch mal hin. Das Einzige, was ich dann meiner Mutter sage, dass sie mir Brot mitbringen kann. 1 Euro kostet das Angebot der Tafel. Und bitte hier meine Marke. Guck mal an hier, wa? Wahnsinn. Oh, wie süß. Ich krieg auch bestimmt ein paar Blümchen, ne? 2 Millionen Menschen nutzten 2023 die Tafel. Fast 50% mehr als im Jahr zuvor. Ach, danke dir. Weil die nicht so schön sind. Dankeschön. Bei der Tafel kriegt man nicht alles. Also man kriegt keine Getränke, das heißt Wasser, Cola, was auch immer, kriegt man nicht. Und die Grundnahrungsmittel, wie jetzt hier zum Beispiel Kartoffeln, Zwiebeln, Reis, Nudeln, hat man auch nicht immer. Also das ist nicht so, wenn man jetzt zur Tafel geht und man kann sagen, ach ja, da kommst du jetzt eine Woche mit aus. Nein, das ist leider nicht so. Oder wenn du jetzt Kaffeetrinker bist, oder Teetrinker, ist egal, das hast du nicht immer. Du musst es trotzdem kaufen. Aber immerhin kosten die Lebensmittel der Tafel ja fast nichts. Also die ist schon schwer, muss ich sagen. Ist anstrengend, oder? Es strengt an, weil eigentlich habe ich meinen Einkaufswagen bei. Ja, auch schon, willst du die? Nee, das bisschen schaffe ich jetzt auch. Ja. Sonst habe ich meinen Einkaufswagen bei, aber weil er jetzt einen Wagen bei hat, dann kann ich das da reintun. Aber so ist anstrengend. Das Nötigste für eine ganze Woche. Und was fürs Auge obendrauf. Die Blumen bringe ich hinten in Sicherheit, ne?
zu essen hat man immer. Wenn es jetzt knapp bei mir wird, aber Essen hast du. Oder meine Mutter kocht, dann sagt sie, kommst du zu mir rüber. Also da ist kein Problem. Also verhungern tue ich nicht. Und das ist übrigens meine Mutter. Hallo. Ja, hallo. Ja, komm mal, kocht sie. Haben uns noch gar nicht begrüßt. Nee. Hey. Man hat neu viel zu tun. Ja, Wahnsinn. Man konnte es sehen, ja. Mit meiner Mutter verstehe ich mich gut, mit meiner Tochter auch. Und das ist mir auch wichtig, ja. Alles andere, was eigentlich drumherum ist, kann man ersetzen. Geteilte Gefühle. Ein, das finde ich gut, dass sie Lebensmittel hat. Andererseits kann man sehen, wie man will, ne? Ja, und sie kennt ja auch meine Einstellung, wie ich dazu eigentlich stehe. Dass ich da noch nie von erbaut war. Und ich bin auch froh, wenn ich da wieder rauskomme, ganz schnell. Ja. Jetzt wird aber erst einmal ganz schnell die Tafelbeute begutachtet und im engsten Kreis getauscht. Der Werner ist mit zwei Personen mit seinem Sohn ja zu Hause, also kriegt er auch mehr Lebensmittel. Ich bin ja nur eine Person, kriege weniger und er hat wieder andere Produkte, dann tauschen wir untereinander aus. Kann ich die haben? Ja, klar, kannst du haben. Das, was da liegt, das können wir uns austeilen. Ja, wir machen jetzt erstmal deins, dann machen wir meins, weil das wird, haben wir keinen Platz nachher hier. Meine Tochter heißt Melissa. Sie ist 23, arbeitet jetzt auch als Teilzeit in der Bäckerei bei Kraus. Sie bezieht auch Bürgergeld oder ist jetzt Aufstockerin. Das ist halt Hölkchen, das Banane. Doch, ne, eine ja. Ja. Ich tue mit. Harzweißen Grieß. Nee, Bärchen, das ist mein Blümchen. Oh, danke schön. Und dann direkt mit Blüm. Das heißt, wir essen drei Wochen. Das ist Endiviensalat, meiner. Ich habe nur Schrott wieder gekriegt, was ich nicht esse. Ach, ich sag mal, mit den Produkten ist es nicht so gut gelaufen, weil ich habe auch ein bisschen mitgehofft, dass ich Kartoffeln kriege. Guck mal, das ist das, was ich meine. Auch wenn sie da arbeitet, sie kriegt zweimal, ich habe nicht einmal gekriegt. Und das sind die Sachen. Ja, hast du nicht? Nee, das war's. Ja gut, aber mal ganz ehrlich, rechne das doch mal um. Werner, ich weiß, was. Warum habe ich einen Einkaufszettel gemacht? Das sind Sachen, die kann ich hier nicht essen. Paprika kriege ich immer wieder. Vertrage ich nicht beim Wunschkonzert. Das esse ich nicht hier. Zwiebelmett mag ich nicht. Wo war's noch Wurst? Das ist Schmierwurst mit Pfeffer. Esse ich auch nicht. Die wissen, dass zum Beispiel ich viel Käse esse oder Käse essen möchte, habe ich nie. Oder halt Wurst, habe ich auch nicht. Was ist hier an Wurst? Und ich habe ja denen gesagt, Schwein, mm-mm. Und das ist Schwein. Fängt das ja schon wieder mit an. Mandarinen, könnt ihr alle haben? Nee. Weil, da bin ich auch kein Sie sind mir zu süß, ich mag das nicht. Nee. Die ist weich, die esse ich nicht mehr. Gut, das ist das, was ich behalte. Und das war es dann eigentlich auch schon. Vielleicht erwarte ich auch zu viel von der Tafel, ich weiß es nicht. Oder weil ich selber von mir aus selber nicht mit klarkomme, dass ich da hingehen muss. Weil ich bin eigentlich so der Typ, ich gehe das kaufen, worauf ich Hunger habe. Und das kann ich jetzt im Moment nicht. Und deswegen muss ich da jetzt mit klarkommen. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es mal bessere Zeiten kommen, ja. Manuela hatte Anfang des Monats noch etwa 333 Euro zur Verfügung. Lebensmittel von der Tafel schonen ihren Geldbeutel ungemein. Wie macht sich das bemerkbar? Wir haben Mitte des Monats. Mein Kontostand war ja 333,82. Jetzt allerdings war ich einkaufen beim Discounter 67,43. Dann beim Supermarkt 21,69. Beim Getränkemarkt, was man ja auch mal muss trinken, ne? 3,16 €. Ja, die Tafel mit 1 Euro ist ja am günstigsten. Dann Drogerie, Zahnpasta, was man alles so braucht, alles zusammen 8,35 €. Und dann natürlich das Teuerste ist meine Sucht. Das sind die Zigaretten von 112,35 €. Das macht einen Gesamtbetrag von 213,98 €. Und jetzt habe ich nur noch bis Ende des Monats einen Rest von 119,84 €. Und man geht ja auch noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ja, es ist alles teuer geworden, nicht nur die Lebensmittel. Es ist ja, ne, Versicherungen, ist egal, Strom. Man weiß ja gar nicht mehr, wie man klarkommen soll. Also wenn man wirklich kleines Geld hat, ist schon ein hartes Überleben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Man kämpft jeden Tag dafür. Ein Kampf, der ohne Zigaretten vielleicht einfacher zu führen wäre. Wird das Geld bis zum Monatsende reichen? Kein Geld, kein Moos, keine Knete. Manuela aus Köln will sich in ihrer Haut wohlfühlen. Die Bürgergeldempfängerin hat nur noch knapp 120 Euro übrig. Da bleibt kaum etwas für den Friseurbesuch. Ich habe über Kleinanzeigen habe ich endlich mal jetzt einen Modellhaarschnitt gefunden. Die suchen öfter mal Modelle für
Haarfarben oder halt Dauerwelle oder Haarschnitte. Also wenn ich jetzt überlege, was das alles so kostet, nee. Und wenn man sich dann noch die Haarfarbe drauf machen lassen würde, die schwarze, die ich immer mache, nein, geht nicht. Also stellt sie sich zum Üben zur Verfügung. Bitte sehr. Manuela, ich habe einen Termin heute um 12:30 bei der Joe. Ja, bei mir direkt auch. Ah, super, hallo. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Warst du schon mal hier? Ja, aber bei der Jasmin. Ah ja, okay. Ja. Im Schnitt geben Frauen pro Friseurbesuch durchschnittlich etwa 60 Euro aus. Manuela ist froh, dass sie hier sparen kann. So, was machen wir denn bei dir? Ja, wieder beischneiden. Also auf jeden Fall kurz. Mhm. Und dann, ja, mal wieder einen Schnitt rein. Das sieht ja fürchterlich aus. Ja, wahrscheinlich Nacken kurz, dann wieder oben was kürzer auch. Ja, ne? Ja. Also das bleibt ja so, ne? Hier, das mit dem längeren. Ein Friseurbesuch hat meist auch eine gesellige Komponente. Das mag Manuela. Magst du irgendwann mal heiraten? Nein. Oh, warum? Hm? Nee, ist mir zu viel Stress und zu teuer. Ja gut, da ist wieder das Geldtechnische, ne? Nee, war noch nie so mein Heiraten, nein. Mal gucken, wie sie drauf ist, also was sie kann. Wenn die gerade in der Ausbildung sind, dann könnten auch mal Fehler passieren. Dafür ist alle 2 Monate ein Haarschnitt möglich. Ganz umsonst, aber ohne Garantie, dass alles so wird, wie es gefällt. Die Ecke, das gefällt mir noch nicht so. Das sieht ja so hier kurz und hier so länger. Ich weiß nicht, irgendwie der Übergang gefällt mir hier nicht so. Dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch jetzt. Irritiert das wegen der Farbe oder ist ja, das? Ja, das meine ich. Sieht das so ja, aus? Das ist die Farbe. Also das ist hier so dunkel und dadurch lassen wir gerade schauen mit dem Kämmchen. Also du kannst hier auf jeden Fall schon noch so ein bisschen das, ich will halt nicht noch kürzer gehen. Die kleine Ecke hier, das ist so ein Mini, wie so ein knappes Dreieck. Mhm. Das kannst du wegmachen. Und dann würde ich halt hier in dem Bereich einfach nur einmal mit der Effilierschere reingehen, dass das ein bisschen den Farbton rausnimmt, mhm. Na, damit das eben nicht so hartkantig ist. Auch wenn Manuelas Budget auf Kante genäht ist, die Kanten in der Frisur sollten schon ordentlich gezogen werden. Aber das Endergebnis wird schon sichtbarer. Ich bin jetzt auf jeden Fall zufrieden. Am Anfang hat man so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Ecke hier, aber jetzt bin ich zufrieden. Sie hat so gut gemacht, doch. Bin begeistert. Und vor allen Dingen muss man sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, ja, dass das so kurz ist. Aber kommt schon. Jetzt habe ich erstmal lange Zeit Ruhe. Wenn man Kurzhaarschnitt hat, muss man halt immer wieder regelmäßig gehen. Und wenn man sieht, was die Friseure heute kosten, also an die 50 Euro mit Sicherheit schon. Ich danke für den Termin. Danke dir. Und wo ist die Kasse von dir? Ja, wir haben unsere kleinen Vogelhäuschen da drüben. Da bist du never mehr klar blau. Dankeschön. Trinkgeld ist hier nur fair und angebracht. Auch wenn die Bürgergeldempfängerin sonst an allen Ecken und Enden spart. Manche Investitionen müssen eben sein. Ich brauche jetzt sehr viel Wasser, was ich trinken muss, wegen meiner Medikamente. Wenn ich sage, Werner, hast du mal Zeit, weil er ein Auto hat, kannst du mit mir mal ran, da und dahin fahren, für Trinken zu holen, dann macht er das auch. Ihr Ex-Partner ist eben ein echter Gentleman. Wo war der Fussel? Auf der Neusser Straße. Ah, okay, Neusser Straße. Da war ich schon mal gewesen. Ja. Boah, ich bin heute Morgen aufgestanden. Oh, ich hatte Rückenschmerzen. Oh. Ja, Muskelkater jetzt, oder? Nee, alles zusammen. Ein anderer Schmerz, kein Muskelkater. Doch auch. Ich glaube, ich mache das Fenster mal zu, ne? Ja. Ja, ist natürlich jetzt wieder so, ne? Guck mal, jetzt brauche ich wieder neu Wasser. Jetzt haben sie es nicht im Angebot, ne? Das ist ja. Eben. Du kannst ja nicht immer bis zum Angebot warten. Nein. Ist aber das schon nervig, ne? Aber ganz ehrlich, das Angebot ist wie viel Cent billiger? Ja, pro Kasten 20 Cent. Ne? Ja. Ja, gut. Geld für Lebensmittel habe ich relativ wenig. Ich sag mal Pi mal Daumen, was mir übrig bleibt, ist knapp 250 Euro monatlich für komplett. Das heißt mit Zigaretten und Lebensmittel. Was haben wir geraucht? Musst du dann nur beim alten Zigaretten haben? Oder Zigaretten und Cola haben die im Angebot, wenn okay. Die noch haben. Der Rewe hat die 2-Liter Flasche für 1,19. Ja, der Aldi auch. Ihr Wohnungen frei. Aber da will auch keiner hin. Wirklich, keine Ahnung. Ach, es ist dann immer so schlimm, wie da hier was ist. Ist aber auch so Altbau, die machen ja auch nichts daran.
Manuela, was möchtest du eigentlich? Erzähl mir das. Kann ich dir sagen. Ja. Ruhe vor Rohrbusch. Ich habe keine Lust mehr. Erstens wird es sau schwer sein, dass du eine Wohnung kriegst. Das wird schon mal feststehen. Und wie gesagt, kein Wunschkonzert. Stimmt. Das Angebot an günstigen Wohnungen wird von Jahr zu Jahr kleiner. Wenn man dann Bürgergeld bezieht, also man kann, ich sag mal, nicht leben, überleben. Und das ist ein harter Kampf jeden Monat, weil ich sag mal, die haben das jetzt zwar mehrmals schon angehoben, aber ich sage mir wirklich, damit zu überleben ist hart. Mineralwasser für 2 Wochen kostet ungefähr so viel wie eine halbe Schachtel Zigaretten. Ich habe jetzt erstmal 2 neue Kästen gekauft und habe jetzt noch dazu zahlen müssen, trotz meinem Pfand und alles, 2,63 Euro. Würde Manuela gerne etwas in ihrem Leben ändern? Ich bin bestraft mit meinen gesundheitlichen Einschränkungen. Ich kann halt nicht so wie manch einer, der jetzt sagt, oh, 8 Stunden konstant das und das machen. Es geht nicht. Ich will ja, aber nur halt halbtags. Und da finde ich es nicht gut, dass manche Leute dann so urteilen über manche, die wir jetzt hier die Bürgergeldbezieher sind. Es gibt Schmarotzer, kennt man, aber es gibt auch Leute, die nicht können. Was bräuchte Manuela? Naja, ich sag mal so 1800, ja, 1700, 1800 Euro netto, um über alles rund zu kommen, ja. Um sich auch mal was leisten zu können. Wie hat die Bürgergeldempfängerin diesen Monat mit ihrem schmalen Budget von 563 Euro gehaushaltet? Das Ziel war, einfach durchzuhalten. Bleibt vielleicht sogar etwas übrig? Wir sind jetzt am Ende des Monats angelangt und jetzt habe ich noch mal meinen Kontostand abgefragt. Also ich hatte jetzt 119,84 noch drauf. Hatte natürlich auch Einnahmen Mitte des Monats wegen dem Weihnachtsgeld noch von Dezember 23 von meiner Mutter. Und dann war ein Gesamtbetrag von 159,84. Jetzt kommen natürlich noch Einkäufe dazu. Das war jetzt beim Discounter 59,75. Im Supermarkt war dann 11,89 Euro. Dann kamen noch mal Zigaretten 55 Cent. Die Tafel kam jetzt noch. Dann Trinkgeld Friseur 2 Euro. Fischfutter, meine Frösche brauchen auch Essen, 6 Euro. Und der Getränkemarkt jetzt neues Wasser geholt von 2,63 Euro, wo ich mein Pfand mit einbaue, das neues Wasser holen kann. Und jetzt habe ich noch ein Restguthaben von 21,52, wo ich jetzt noch ein paar Tage mit auskommen muss. Und das wird jetzt wieder richtig heftig. Also ich brauche gerne noch Cola, weil ich zum Essen Cola gerne trinke. Zigaretten brauche ich bestimmt auch noch eine Packung. Und dann muss ich auch noch ein bisschen Geld haben, ja. Das ist jeden Monat eigentlich so mein Rechnen oder mein Kopfkino, was man hat. Oh, hoffentlich kommst du jetzt noch über die Runden, weil ich bin nicht so der Typ, der jetzt auch gerne leihen geht. Klar, wenn es natürlich hart auf hart käme, dann würde schon meine Mutter mir Geld geben. Oder, na, aber ich möchte es nicht, weil das sind wieder extra Schulden, wo du sagst, boah, das musst du dann nächsten Monat wieder abzahlen. Nee, dann verzichte ich lieber auf die Sachen, die ich gerne möchte, wie jetzt zum Beispiel die Cola. Dann ist das halt so, dann muss ich halt Wasser oder Saft trinken. Manuela bleibt diesmal so gerade im Plus. Also wieder ein Monat als Bürgergeldempfängerin geschafft.